Reinigen Sie Ihre Teppiche und Böden, ohne einen einzigen Finger zu rühren. Der Staubsaugroboter Roomba von iRobot beseitigt Schmutz, Staub, Pollen, Allergene und Tierhaare selbstständig. Gestartet durch leichte Berührung mit dem Finger. Weltweit wurden bereits Millionen der Staubsaugroboter Roomba verkauft. Die leistungsstarke Saugtechnologie von Roomba sorgt für eine gründliche Reinigung Ihrer Teppiche und Böden aus Hartholz, Fliesen oder Linoleum. Der Roboter passt sich automatisch verschiedenen Oberflächen an, während er durch Ihre Räume fährt. Das patentierte 3-Stufen-Reinigungssystem deckt umfassende Reinigungsanforderungen ab. Als erstes reinigt die rotierende Seitenbürste entlang der Kanten. Danach fegen die beiden gegenläufig rotierenden Bürsten Schmutz, Haare und andere Kleinteile auf. Zu guter Letzt saugt der leistungsstarke Motor das Ganze in den Auffangbehälter, wo ein Filter Staub und andere Feinpartikel einschließt. Roomba saugt unterm Bett sowie an anderen schwer zugänglichen Orten. Anders als herkömmliche Staubsauger erreicht er auch enge Stellen und reinigt unter Möbeln sowie drumherum. Außerdem fährt Roomba an der Wand entlang, um Kanten sowie Sockelleisten zu reinigen und so sicherzustellen, dass der gesamte Boden absolut sauber ist. Roomba maximiert die Reinigungsergebnisse, indem er sich Ihrem Zuhause individuell anpasst. Die iAdapt Responsive Cleaning Technologie tastet dabei die Umgebung mehr als 60 Mal in der Sekunde ab. Mithilfe verschiedener Sensoren und Dutzenden verschiedenen Reinigungsprogrammen. Roomba ist mit einem weichen Stoßdämpfer ausgestattet, der als Puffer zwischen dem Roboter und den Objekten, die er berührt, dient. Das bewahrt Ihre Wände, Möbel und andere Haushaltsgegenstände vor Kratzern und Macken. 2 HEPA-Filter schließen feinste Staubpartikel ein und sorgen so dafür, dass möglichst wenig Staub zurück in die Atemluft gelangt. Der Aerovac-Behälter der 2. Generation nimmt große Mengen an Haaren, Flusen und anderen Kleinteilen auf und muss wegen seines hohen Fassungsvermögens weniger häufig geleert werden. Als Teil seiner zukunftsweisenden Funktionen für die Schmutzerkennung setzt Roomba optische und akustische Sensoren ein, um Schmutz und Rückstände aufzuspüren. So werden besonders schmutzige Bereiche auch besonders gründlich gereinigt. Die dynamische Reinigungsmethode bewirkt, dass sich der Roboter mehrfach wie ein Besen vor und zurück bewegt, um selbst schmutzigste Stellen gründlich zu säubern. Bei kleineren Verschmutzungen, die sich auf eine Stelle konzentrieren, kommt das Spot-Cleaning-Programm von Roomba zum Einsatz, das Schmutz und Rückstände gründlich beseitigt. Der Roboter setzt spezielle Sensoren ein, die ein Herunterfallen an Treppen und ähnlichen Stellen während des Reinigens verhindern. Roomba macht sich dann an die Arbeit, wann es Ihnen passt, sogar wenn Sie gar nicht zu Hause sind. Bis zu 7 Reinigungsdurchgänge pro Woche lassen sich vorab programmieren. Roomba ist immer vollgeladen und einsatzbereit, denn der Roboter bewegt sich zwischen den Reinigungsvorgängen automatisch zu seiner Homebase zurück, wo er wieder aufgeladen wird. Mit der praktischen Fernbedienung schalten Sie Roomba ein und aus, steuern ihn durch den Raum und wechseln zwischen normalem oder dem Spot-Cleaning-Programm. Bei Roomba gibt es keine Unklarheiten. Sobald der Auffangbehälter voll ist, leuchtet eine Anzeige auf, die Ihnen sagt, dass es Zeit ist, den Inhalt zu leeren. Roomba ist kinderleicht zu bedienen. Dank des intuitiven Touchpads gibt es keine mechanischen Tasten und Knöpfe mehr. Stattdessen programmieren und steuern Sie Ihren Roomba durch leichte Fingerberührungen. Roomba geht bei der Reinigung mehrerer Räume methodisch und gründlich vor. Virtual Wall Lighthouses begrenzen Roombas Bewegungsdrang dabei so lange auf einen Raum, bis alles sauber ist. Erst dann darf er sich in den nächsten Raum bewegen. Der Staubsaugroboter Roomba von iRobot reinigt Ihre Teppiche und Böden selbstständig, damit Sie sich nicht darum kümmern müssen. Aktivieren Sie einfach die Clean-Taste und überlassen Sie Ihrem Roboter die Drecksarbeit.